Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen in der Küche des Chouettes. Mein Name ist Christian Weber und ich koche heute für Sie ein Belitzer Kaninchenrücken gebraten auf einem Kartoffelsteinpilzrisotto und gebackener Blutwurst Boudin Noir. Wir beginnen mit dem Kartoffelrisotto. Da es eine rohe Kartoffel ist, schneiden wir relativ in kleine Würfel. So, als nächstes benötigen wir eine Schalotte. Ebenfalls in kleine Würfel geschnitten. Dann brauchen wir eine Kasserolle. Stellen die auf den Herd mit relativ geringer Hitze. Dann geben wir ein kleines Stück Butter rein. Die geringe Hitze des Herdes ist einfach nur dafür da, dass die Butter nicht sofort verbrennt. Einen relativ niedrigen Rauchpunkt. Dann geben wir als erstes die Schalottenwürfel rein. Schwitzen die kurz an. Dann kommen die Kartoffelwürfel dazu. Die schwitzen wir ebenfalls 1 bis 2 Minuten mit an in der Butter. Und löschen das Ganze ab mit weißem Portwein. So, wir haben das jetzt abgelöscht mit weißem Portwein. Man könnte natürlich auch Weißwein nehmen, allerdings möchten wir diese doch recht extreme Säure von dem Weißwein nicht drin haben. Portwein ist etwas milder, süßlicher und ja, verleiht der ganzen Sache noch so ein leichtes, fruchtiges Aroma. So, das lassen wir jetzt hier auf kleiner Flamme langsam vor sich hin köcheln, bis der Portwein wegreduziert ist. So, jetzt kommen wir zum Belitzer Kaninchenrücken. Der ist bereits ausgelöst und pariert in 2 schöne Stücke. Würzen uns den ganz leicht ab mit Salz. Nehmen ein bisschen neutrales Pflanzenöl, Sonnenblumenöl und braten den scharf von allen Seiten an. Super. Also hier geht es letzten Endes, viele meinen, dass sich die Poren schließen dabei, das ist nicht der Fall. Hier geht es einfach nur um ein vernünftiges Röstaroma des Fleisches, ja, dass es ein bisschen Farbe nimmt. Wie man hier recht schön sehen kann, den Kaninchenrücken aus der Pfanne nehmen. Und für ca. 3 Minuten in einen 120 Grad heißen Ofen. Jetzt kümmere ich mich nochmal ums Risotto. So, der Portwein ist jetzt so gut wie wegreduziert. Man kann schon sehen, dass die festkochende Kartoffel leicht an Stärke verloren hat. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Gemüsebrühe, gießen es nochmal auf. Und lassen die jetzt ebenfalls wegreduzieren. Den ganzen Vorgang machen wir so 2 bis 3 Mal, bis die Kartoffel nur noch einen ganz leichten Biss hat. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Steinpilze schneiden. Die schneiden wir ebenfalls in kleine Würfel. So, der Kaninchenrücken ist fertig. Jetzt 3 Minuten bei 120 Grad drin. Ist auch perfekt. Und müsste jetzt, beziehungsweise muss jetzt bei, ja, sagen wir, ca. 65 Grad ruhen. Dazu können Sie sich ganz einfach ein Stück Alufolie nehmen, ein bisschen zusammenkräuseln, in die Pfanne legen, direkt auf den Herd. Legen Sie den Kaninchenrücken hier rein, sodass immer noch ein bisschen Luft zirkulieren kann, und decken den ab. Und stellen den idealerweise an den Rand Ihres Herdes. Und auch vielleicht nochmal einen Wecker stellen. 5 bis 6 Minuten reichen völlig aus. Einfach, dass sich das Fleisch nochmal entspannt und nicht so viel Fleischsaft austritt am Ende. So, jetzt kommen wir zur Boudin Noir. Das ist eine französische Blutwurst. Die war vorher nicht zu sehen, da sie kühl stehen muss. So haben wir uns jetzt schon mal einen kleinen Ball geformt. Dann können wir ruhig nochmal nachrollen. Das Durchliegen etwas flacher geworden.
Dann haben wir hier unsere Panierstrecke. Das ist einmal Mehl. Da räumen wir sie jetzt einmal durch. Ei. Und unsere Majoran-Schnittlauchpanade. Den Vorgang können wir ruhig 2 bis 3 Mal wiederholen. Jetzt kommt er nochmal ins Ei. Dass die Panade relativ dick wird, aber es ausbacken wollen und ansonsten Gefahr laufen würden, dass die Blutwurst ausläuft. Ruhig nochmal zwischen den Händen rollen, dass die Panade richtig schön fest dran ist. Panade weg. So, wie Sie sehen, ist jetzt hier der erste Aufguss mit der Brühe schon so gut wie wegreduziert. Jetzt nehmen wir uns wieder ein bisschen. Gießen es noch mal ganz leicht an, zwischendurch die Kartoffel ruhig noch mal kosten, dass wir immer abschätzen können, wie die Konsistenz ist. Dass sie am Ende nicht zu weich wird, kann ruhig einen schönen Biss haben. So, das können wir jetzt ruhig auf etwas größerer Flamme einreduzieren lassen. Während der Gemüsefond wegreduziert beim Kartoffelrisotto haben wir uns eine Pfanne aufgestellt, lassen die heiß werden, geben auch da neutrales Pflanzenöl dazu. Verteilen es kurz in der Pfanne und dann braten wir uns die vorher in Würfel geschnittenen Steinpilze an. Würzen die leicht Salz und Pfeffer. Und geben sie mit zu dem Risotto. So, die Boudin Noir, französische Blutwurst, haben wir jetzt 3-4 Mal paniert. Jetzt wir in der Küche haben natürlich eine Fritteuse. Wer das zu Hause nicht hat, kann auch ganz normales Pflanzenöl nehmen, in den Topf rein. Die beste Variante, die wahrscheinlich auch eine Hausfrau kennt, ist, einen kleinen Holzstab reinzuhalten, um die Temperatur von dem Öl zu testen. Die steht jetzt hier auf so 180 Grad. Wir brauchen ziemlich viel Hitze, da die nicht lange ausgebacken wird. Wir möchten nur, dass sie nur ganz kurz angebacken wird, dass das Grüne hier von der Panade noch erkennbar ist. Es kommt rein, fängt sofort an zu frittieren. Die Boudin Noir war jetzt ca. 60 Sekunden in der Fritteuse. Jetzt nehmen wir sie raus. Sie sehen, es ist noch grünlich, leicht gebräunt und knusprig. Und jetzt können Sie diese auch noch mal so für ungefähr 2-3 Minuten in den Ofen stellen bei 120 Grad, dass der Kern innen drin auch ordentlich heiß ist. In der Zwischenzeit vollenden wir unser Risotto. Und zwar gießen wir das jetzt nochmals mit einem ganz kleinen Schuss Brühe an. Würzen jetzt ab mit Salz. Nicht zu viel, da an den Steinpilzen beim Anbraten ja auch schon Salz dran war. Pfeffer. Nochmal einen kleinen Schluck Gemüsebrühe. Dann runternehmen vom Herd. Und dann auch wie bei einem klassischen Risotto einen kleinen Butterwürfel dazu. Und fein geriebener Parmesan. Der Parmesan ist A. Geschmacksgeber, B. Konsistenzgeber, dass das alles ein bisschen sämig wird. Die Butter ist eben A, wie gesagt beim Parmesan, Geschmacksgeber und sorgt für einen schönen Glanz und eine Geschmeidigkeit. So, nachdem wir das Risotto vollendet haben, nehmen wir uns den Kaninchenrücken, der jetzt seine 5-6 Minütchen Ruhe hatte vor mir. Würzen den jetzt nochmal ab mit Pfeffer. Vorher haben wir nicht mit Pfeffer gewürzt,
da der Pfeffer uns beim scharfen Anbraten anbrennen würde. Den geben wir jetzt nochmal in den Ofen, zusammen mit der Boudin Noir. So, dann haben wir hier noch einen Steinpilzschaum. Den gibt es ebenfalls noch dazu. Nehmen wir unser Risotto. So, der Kaninchenrücken kommt jetzt raus. Ebenfalls die Boudin Noir. Kaninchenrücken schneiden wir uns in kleine Scheiben. Legen die Boudin Noir in die Mitte. Drapieren den Kaninchenrücken hier rum. Dann nehmen wir uns noch ein paar Majoranspitzen. So, dann kommen wir kurz zu dem Steinpilzschaum. Können wir nochmal eine kleine Butterflocke mit reinmachen. Sorgt einfach dafür, dass er besser schäumt. Den geben wir dann hier ruhig großzügig über den gesamten Teller. Ruhig ein bisschen aufs Kaninchen rauf. So, Belitzer Kaninchenrücken mit gebackener Boudin Noir und einem Kartoffelsteinpilzrisotto. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.